Ja, grüßt euch, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch meine C42 ein bisschen vorstellen und freue mich schon mega, dass ihr auch mit dabei seid. Ja, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, kostet euch nichts und zeigt mir einfach, dass euch meine Videos gefallen und ich weiter motiviert für euch Videos machen werde. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich mega, kommt einfach mit und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe mir jetzt mal ein Mützchen angezogen und eine Jacke, das wird nämlich ziemlich frisch jetzt und meine Frisur ist auch schon ziemlich am Arsch, von dem her ist besser so. Ja, der Flieger hat einen Standard-Rotax drin, 912er mit 80 PS. 9,5 Meter Spannweite mit einer Länge von 6,5 Metern und einem zulässigen Gesamtgewicht von 472,5 Kilogramm. Das heißt, Flugzeug, Pilot, Passagier und Sprit darf das höchst zulässige Gesamtgewicht von 472,5 Kilogramm nicht überschreiten. Meine C42, die hat noch eine maximale Zuladung von 181 Kilogramm, 80 Kilogramm ich, 60 Kilogramm meine Frau, 5 Kilogramm für Kamera-Equipment und iPad. Bleiben dann noch 36 Kilogramm übrig. Das sind dann roundabout 50 Liter an Sprit, die wir noch mitnehmen dürfen. Und mit den 50 Liter fliegen wir ungefähr 3,5 Stunden mit Reserve und kommen ungefähr 500 Kilometer weit. Und es entspricht dann ungefähr einer Distanz von hier, Bad Waldsee, bis nach Hannover. Und das Tolle ist, wir sind dann immer noch legal unterwegs. Und es ist mir auch immer ganz wichtig. Also wenn ich zum Beispiel einen schwereren Passagier habe, Grüße gehen raus an meinen Dad, dann wird eben etwas weniger Sprit mitgenommen. Dann kann man eben nur 1,5-2 Stunden Flüge machen. Vollgetankt haben wir eine Reichweite von 700 Kilometern und das würde uns von hier bis nach Hamburg bringen. Das wäre dann eine Flugzeit von ungefähr 5 Stunden. Aber ganz ehrlich, 5 Stunden in der C42, also ab 3 Stunden macht es dann auch keinen Spaß mehr. Hier außen sitzen die Querruder. Das hier sind die Landeklappen, die können wir bis 30 Grad ausfahren. Hier ist der Tankdeckel, getankt wird ganz normaler Super 95 Benzin. Hier hinten befindet sich der Bereich, wo die Rakete mit dem Fallschirm rausgeschossen wird. Hier hinten haben wir das Höhenruder, das Seitenruder und die Trimmung für das Höhenruder. Hier hinten haben wir ein kleines Kofferraumabteil, ich mache euch gerade mal die Abdeckung ab. Ja, in die blaue Kiste bringen wir einiges unter. Frag mal meine Frau, die war beim Ikea damit. Und wir dürfen nur die 10 Kilogramm nicht überschreiten. Und da hinten sehen wir den Tank mit einer Anzeige, wie viel Sprit sich tatsächlich im Kanister befindet. Längliche ist die Rakete und das größere da hinten ist der Fallschirm, der mit rausgezogen wird, wenn die Rakete rausgeschossen wird. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Cockpit wieder. Ja, und herzlich willkommen hier aus dem Cockpit der C42. Der Innenraum, muss man sagen, ist echt geräumig. Also wir haben 1,20 Meter Kabinenbreite und da braucht sich die C42 absolut nicht zu verstecken. Da haben ganz bequem zwei Erwachsene Platz und was will man mehr? Ja, dann würde ich vorschlagen, ich zeige euch einfach mal die Instrumente hier, das Cockpit ein bisschen, dass ihr euch in Zukunft auch ein bisschen auskennt hier an Bord. Ja, der Steuerknüppel ist zentral angeordnet, finde ich super, weil da hat man hier zwischen den Beinen, hat man hier wunderbar Platz und ist auch bei den Passagieren, hat man hier schön Beinfreiheit. Einmal das Höhenruder, Höhenruder ziehen, Flugzeug steigt, Höhenruder drücken, das Flugzeug sinkt. Querruder links, Querruder rechts. Hier vorne haben wir dann die Bremse, die funktioniert im Grunde ähnlich wie eure E-Bike-Bremse mit einem Hebel, wo man dann quasi die Bremse als Parkbremse benutzen kann. Ja, hier vorne haben wir unseren Funkknopf, damit kommunizieren wir dann quasi mit anderen Flugplätzen oder mit der Flugsicherung. Hier befinden sich die elektrischen Landeklappen, Hebel nach oben heißt Flaps up. Hebel nach unten, dann fahren wir die Landeklappen aus. Und das Ganze geschieht stufenlos. Ja, hier haben wir den Transponder und mit dem wird vereinfacht gesagt, das Flugzeug auf dem Radarschirm der Flugsicherung eindeutig identifiziert. Wenn wir also VFA, also nach Sichtflugregeln, fliegen, dann wird der Transponder auf 7000 eingestellt. Und wenn wir zum Beispiel einen Funkausfall haben und wir nicht mehr funken können, dann wird der Transponder auf 7600 eingestellt und dann weiß die Flugsicherung zum Beispiel, okay, mit dem können wir nicht mehr reden, der hat einen Ausfall vom Funkgerät. So, daneben haben wir das Funkgerät. Hier werden die Frequenzen von den Flugplätzen eingestellt oder von der Flugsicherung, um eben dann mit denen reden zu können. Hier drüben haben wir die Heizung. Damit es ja auch im Winter schön muggelewarm wird, ziehen wir die einfach ein Stück raus und dann wird es hier drin richtig schön angenehm warm. Ja, hier oben haben wir den Choke. Der wird gezogen, gerade bei Wetter wie heute, wenn es ein bisschen kalt ist.
und der fettet das Luft-Gas-Gemisch an, sodass es zu einer Zündung kommen kann. Also an Tagen wie heute hast du keine Chance, den Motor ohne Choke gestartet zu bekommen. Ja, hier haben wir das Instrumentenpanel, hier haben wir die Batteriespannung, hier haben wir die Tankanzeige. Aber ganz ehrlich gesagt, ich schaue immer hinten im Kofferraum nach, wie viel Sprit wir wirklich mit haben und vertraue der eigentlich relativ wenig. Haben wir die Zylinderkopftemperatur, die Öltemperatur und unseren Öldruck. Ja, und bei der Öltemperatur immer ganz wichtig, dass wir erst bei 50 Grad unseren Magnetcheck machen und dann eben auch erst starten. Also immer schön warm laufen lassen. Das kann im Winter natürlich ein bisschen länger dauern, aber wir haben ja keinen Stress beim Ultraleichtfliegen, oder? Ja, hier haben wir unseren Höhenmesser. Der ist jetzt zurzeit auf Platzhöhe über Meeresspiegel eingestellt. Ja, und hier haben wir unseren Airspeed Indicator, also quasi unseren Fahrtmesser, der uns zeigt, wie schnell sich unsere C42 durch die Luft bewegt. Ja, hier ist unser Drehzahlmesser und im Reiseflug bewegen wir uns so zwischen 4800 und 5000 Umdrehungen. Bei einer Reisegeschwindigkeit von rund 150 Kilometer pro Stunde. Ja, hier haben wir unser Variometer, das zeigt uns die vertikale Steig- oder Sinkgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde an. Ja, hier haben wir die Libelle und die zeigt im Grunde das Zusammenspiel zwischen Querruder und Seitenruder an. Ziel ist es immer, dass diese Kugel hier in der Mitte bleibt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt schiebend fliegen würden, dann müssten wir mit dem Seitenruder eben korrigieren, sodass die Kugel wieder in der Mitte ist und wir eben einen sauberen Flugweg haben. Hier unten sind dann noch die Seitenruderpedale und geflogen wird immer im Einklang Seitenruder und Querruder, um eben eine schön saubere Kurve zu fliegen und nicht zu schieben. Vor allem wird aber das Seitenruder genutzt, um dem Drehmoment vom Motor beim Start entgegenzuwirken und schön gerade auf der Piste zu bleiben. Für die Navigation nutze ich ein iPad Mini mit der Navigationssoftware SkyDemon. Man sieht hier auch schön den Bodensee. Ja, und hier haben wir das sogenannte FLARM. Das ist im Grunde ein Kollisionswarngerät, worauf andere Flugzeuge in einem bestimmten Radius angezeigt werden, die eben auch mit dem System ausgestattet sind. Hier werden zum Beispiel auch Verkehrsmaschinen in 10.000 Meter Höhe angezeigt. Ja, und zwischen meinen Beinen befindet sich die wichtigste Gerätschaft überhaupt. Der Gashebel natürlich. Nach vorne Gas, nach hinten Gas rausnehmen. So einfach. Hier haben wir den Master Switch, der erweckt die C42 zum Leben. Daneben der elektrische Starter und der Schalter für die zwei Zündkreisläufe. Hier haben wir noch jede Menge Schalter für zum Beispiel die Benzinpumpe, fürs FLARM, fürs Landelicht, Positionslichter, Strobe und so weiter. Hier außen sind dann noch die ganzen Sicherungen. Schauen wir mal, was unser Overhead-Panel alles zu bieten hat. Ja, und los geht's mit dem Kompass, das vermutlich am meisten vernachlässigte Instrument in einem Ultraleichtflugzeug. Mal ganz ehrlich zu sein, da guckt ja keine Sau drauf. So, dann haben wir hier die Sonnenblenden, super praktisch bei tiefstehender Sonne. Hier oben der kleine Hebel hier, das ist die Trimmung. Und den Hebel kann ich in verschiedenen Positionen einrasten lassen. Ja, die Trimmung ist eigentlich was ganz Wichtiges, weil damit wird die Fluglage vom Flugzeug so eingestellt, dass der Flieger seine vorgegebene Fluglage automatisch hält. Möchte ich also zum Beispiel mit 100 km/h steigen, müsste ich immer am Höhenruder ziehen. Weil ich aber ein Faultier bin und nicht ständig am Höhenruder ziehen möchte, dann mache ich einfach 2-3 Klicks nach hinten und damit hält dann das Flugzeug automatisch seine Fluglage bei. Ja, was ganz wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist hier oben die Rettung. Ein echter Lifesaver. Wenn man den Griff hier ordentlich zieht, wird die Rettung ausgelöst und der Flieger hängt ein paar Sekunden später komplett an einem Fallschirm dran. Ja, wir hoffen, dass es nie so weit kommen wird, aber das ist schon ein Peace of Mind, wenn man weiß, man hat noch einen Plan C in petto. Ganz wichtig hier in der Seitentasche, die Checkliste natürlich. Ja, mich würde es freuen, wenn euch der Walkaround und die Cockpit-Tour gefallen hat und ich euch dafür begeistern konnte, den Kanal zu abonnieren. Hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Like da und einen Kommentar. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's es gut, euer Alex. Servus, ciao.